Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien und es ist schon wieder soweit. Er greift schon wieder die Stadt an und ja. Mal schauen, ob es dieses Mal wieder so dämlich ist und mir den Sieg schenkt, aber ich schätze mal ja. Letzte Folge war es ja selten dämlich. Da stand er nur da und hat sich abschießen lassen. Die Rüstung des Arsakes. Na schön. Und es ist schon wieder so. Also hier steht eine Leiter. Ah, und hier stehen... Okay, alles klar. Ich nehme es zurück. Alles gut. Dann werden wir hier mal diesen da aufstellen. Hier werden wir diesen aufstellen und da steht der. Wie weit kann der schießen? Bis hier kann der schießen. Ja, das passt. Gut, dann werden wir hier mal eine kleine Pikeneinheit, und die ist wirklich klein, aufstellen. Hier zwei kleine Pikeneinheiten. Hier werden wir so machen und hier werden wir so machen und Kavallerie wird so machen. Oder nee, so machen. Wunderbar. Wir können anfangen. Bitte explodieren. Bitte nochmal explodieren und bitte brennen. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, von da hinten, ne? Warte. Zeig mal her, was du kannst. Und der Radius ist halt echt heftig. Naja, fast. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Pdiu. Ah, der ist besser. Der ist besser. Ah, der ist zu kurz. Nein, der ist mit. Oh, schau mal da. Naja, geil. Warte, den muss ich schneller schießen lassen. Naja, fast. Pating. Oh, der ist viel zu tief. Oh, verdammt. Ich bin ja schlechter als die KI. Ah, die ist gut. Entschuldigung. Die ist auch gut. Nee, die ist schlecht. Ah, ja, passt. Der hat noch gar kein Fett weg. Der bekommt jetzt eine Ankündigung. Und das ist nochmal eine Androhung. Und das ist jetzt, es könnte gewesen sein. Und das ist jetzt, es könnte fast gewesen sein. Und das ist jetzt Volltreffer. Hey, cool. Und das, wenn ihr noch weiter geht, dann... Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ach, Manu. Phalanx, Phalanx. Warte, der steht ein... Ja doch, der steht schon in Ordnung da. Und die beiden stehen auch in Ordnung. Ein bisschen nach hinten. Der hat jetzt der Steinschleuderer dran gestellt. Ist ja dämlich. Warte, du schießt mal nicht weiter. Die brauchen wir dann später noch. Genau, du schießt mal volle Kanne auf. Le General.
Geht's nur. Ich mach mal feuerfrei aus. Genau, die tümpeln jetzt auch alle runter. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Geschossinfanterie zu euren Diensten. Ja, jetzt geht die runter. Passt. Da kommt jetzt Verstärkung. Ich erwarte eure Befehle. Die schießen hier rüber, oder? Sehe ich das richtig? Alter. So ein Schmutzfink. Kicken, bereit! Doppelter Geschwindigkeit! Stay vorne! Schießt ja immer noch? Schieß mal nach da. Wir haben einen Turm eingenommen. Die Pioniere erwarten eure Befehle. Können die so schießen? Eigentlich schon, oder? Mal. Ich schieße jetzt mal selber. Wusa. Oh, warte ich mal. Gut, da bin ich wieder. Es hat kurz mal eine Verzögerung gegeben, aber alles gut. So, jetzt warte ich, bis er kommt. Jetzt warte ich, bis er kommt. Jetzt muss ich da wieder zurück. Das ist halt... Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist halt echt problematisch, weil die können jetzt dahin schießen. Also gehe ich mal ganz weg. Komplett noch da. So. Die gehen jetzt halt dahin, ne? Ein bisschen blöd. Unser General wird angegriffen. Weh, der hat jetzt keine Phalanx gemacht, doch. General! Wie ihr befehlt! Zu euren Diensten! Bogenschützen! Jetzt ist da schon wieder ein Kamel, Mann. Nervt doch nicht. Die Männer wanken. Wer? Ah, der da oben. Ja, okay. Dahin und charge dann mal in den Rücken von dem guten Typi.
Eine gesamte Einheit ist umgekommen. So. Zack. Cool, dass da so einfach aufgehalten wird. Oh Mann. So befehlt. Wie ihr befehlt. So. Jetzt kommt der auch noch. Boah, dieser Penner. Oh. Wie der einfach nur nervt. Na, der schießt jetzt auch von oben runter. Unmöglich. Dann bitte jetzt Brandgeschosse, damit die mehr fliegen. Ja, wobei das. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ich meinte, dass meine fliehen. Nicht, dass meine fliehen. Dass seine fliehen. Aber jetzt fliehen ja seine. Das ist gut. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt hole ich mir noch diese da. Ja, gut. Wir haben einen Turm eingenommen. Ja, finally. Oh. Oh. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Pause. Okay. So, die gehen bitte auch weg. Die haben mein Tor auch angezündet. Das ist jetzt alles andere als gut. Der schießt schon wieder noch da. Dieser Popel. Unsere Tore sind komplett zerstört. Ja, okay, jetzt hat er gewonnen. Jetzt hat er gewonnen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, wobei, ich ziehe mich mal zurück. Ach, meine Pferde sind komplett weg. General, nee. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ja, okay. Aber war wieder ein bisschen knapp. Und vor allen Dingen, meine Einheiten waren ja echt nicht gut aufgestellt hier. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ich hätte da nicht hingehen sollen, sondern hier hinten und dann da rein. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ich hätte hier reingehen sollen. Ach, verdammt. 400. 50. Ja, ja.
Verluste 200, Verluste. Ja, okay. Ich habe getötet 1000 und 670 hat, oder 600 hat meine Türme übernommen. Oh. Und natürlich die Katapulte. So. Ja. Makedonien muss mal da jetzt wieder zurück. Makedonien ist da. Und Pergamon ist da. Ja, natürlich. Natürlich bekommt's Pergamon sofort. Oh. Wäre ja langweilig, wenn nicht. Das ist ja ärgerlich. Wir werden die Worte beiseite legen und unsere Bögen ziehen. Krieg erklärt. Der Pfeil wird sein Ziel treffen und Witwen werden weiter. Ey, bist du des Wahnsinns? Bist du des Wahnsinns? Okay. Ja, das mache ich automatisch, weil er hat Katapulte und Phalanxen gegen Katapulte sind nicht so effektiv, also nicht so ganz. Hättet ihr nicht etwas Gold für mein Volk übrig? Ihr habt so. Uiuiui. Da habe ich gerade ein bisschen Probleme. Edler Tod. Alexanders Stolz. Oder den da. Minus öffentliche Ordnung. Und der auch, ja, okay. Entwicklungsvorkurs, Militär, natürlicher Tod, General. Ah, genau. Da war ja so eine. Ja. Das kann ich auch eigentlich automatisch machen. Das ist, ja. Nicht schwer, das zu gewinnen. Genau, hier sind jetzt die. Warte mal, wo ist denn hier jetzt meine? Da oben. Bis zum Rand der Welt. Okay, warte mal, wie sieht's denn hier unten aus? Alexander Stolz. Hier ist Alexanders Vermächtnis. Genau, das sind die zwei, die die ganze Zeit pushen. Aber ich würde sagen, dass ich jetzt mal. Ich habe 29. Warte, nee, das brauche ich ja gar nicht. Das habe ich ja hier. Warte. Der hat 16. Der hat noch keine Kavallerie. So. Der hat 20, das passt. Okay, dann gehe ich mal mit Alexanders Stolz nach Hause. Und mit dem Vermächtnis bleibe ich hier. Genau. Der bekommt noch sehr schön Moral Bonus. Der Reyes Untergang ist in 2 Runden wieder einsatzfähig. Okay, hier muss ich jetzt auch aufpassen. Warte, ich scoute mal, was hier so abgeht. Und dann. Ja, gar nichts. Ja, nice. Ja, nice. Gut. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Also, Ressource verloren.
Baubericht, Flotte zerstört, Siedlung verloren. Siedlung verloren. Genau. Aber die da ist ja nicht wirklich heftig. Die Lichtbringer kommen nach Gor rein. Ja, aber das ist egal. Das ist wurscht. Darum kümmere ich mich dann nächste Runde. Da bin ich mal gespannt, ob... Der hat mit denen das eingenommen. Ob der das wieder zurückerobert oder nicht. Weil an sich wäre es ja nur logisch, wenn er das wieder zurückerobert. Die 10.000. Die bekommt hier einen General. Beziehungsweise, ja, bekommt keinen General, sondern wird so ausgebildet. So, mit bis zum Rand der Welt werde ich jetzt nach... Erstmal nach hier gehen. Ja, hier. So, minus 11 ist halt auch nicht so gut. Ja, das passt erstmal. Gut, dann schauen wir mal die nächste Runde an. Ja, natürlich geht er da nicht hin. Ja, doch. Ja, so lobe ich mir das. Dann hole ich mir das mit dem Vermächtnis zurück. Oder ist das der Stolz da oben? Wir stünden auf ewig in eurer Schuld. Ja, schön. Aha. Interessant. Interessant. Ja, jetzt betteln sich die Alten. Gut, dann mal schauen, was passiert ist. Ein Bedürfnis nach Kavallerie. Reiter sammeln, Reiterausbildung. Das ist plus 2 Erfahrungsrang, das ist gut. Gemeuchelt. Umsturz. Agent erholt. Okay, warte, dann schaue ich mal, was oben ist. So, dann gehst du hier hin. Du gehst mal nach hier. Du übernimmst jetzt mal die da. So. Das ist meine Stadt. Was wird das für einer? Ich glaube, das wird ein Stratege. Nee, Autorität war falsch. Ah. I'm an idiot. Wie? Der hat innerhalb von einer Runde das alles wieder. Ja, ist klar. Ja, nee, ne? Wo? So. Gut, dann hier. Fehlleitung? Die totale Leitung. Gut, Level up. Das ist gut. Der hat sich eingebunkert. Hä? Der will mich doch verarschen jetzt. Der will mich doch... Oh Gott. Der hat... Oh, Entschuldigung. Ja, das ist jetzt echt negativ. Negativ.
Das ist negativ. Das ist jetzt echt scheiße. Entschuldigung. Da ist ein... da drüben könnte ich... ja, natürlich komme ich da drüben nicht hin, ne? Aber den könnte ich in einen Hinterhalt locken. Ja, das mache ich. So. Ja, komm. Das spielen wir noch kurz. Ja, das spielen wir noch kurz. Oh. Da macht sogar ein Hinterhalt Sinn. Durch die ganzen Berge. Aber da hat er ziemlich viele... Alter. Ich habe halt nur eine Kavallerie. Das ist echt dämlich. Kann die da rüberschießen? Eigentlich schon, oder? Hui. So. Da kommen die sowieso nicht rauf. Da kommen sie nicht rauf. Ja, das ist viel. Ja, da ist Stein. Das ist gut. Da kommen sie nicht rauf. So. Ja, das ist so steil, dass... Oh! Oh! Da vorne ist er! Wupsi! Wupsi! Okay, dann neue Idee. Man hätte mir auch sagen können, dass sie hier sind. Alter, ist das steil! Junge! Super steil. Ja, ich bleibe einfach hier oben, weil das ist... Also, das ist ultra steil. So ist es halt echt gemein. Nicht schlecht. Der hat es fast geschafft. Unser General wird angegriffen. Ja, ja, ja. Kraftkonzentration. Und Loyalität, was macht das? Verteidigung und unzerstörbar. Alter. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Schwerkämpfer erwarten eure Befehle.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oh. Shit, das sind der Pikiniere. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das sind ja Pikiniere. Ganz genau. Durchgekommen. Eure Befehle? Greift an, Söhne des Ares! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, was ist das nächste? Schneller Angriff. Erste Phase Geschwindigkeit, zweite. Wow. Der General wird sowas von heftig. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Also aber ein bisschen. Entschuldigung. Ein bisschen verstreut jetzt hier. Sterben. Der General war echt fetzig. Ja, passt schon. Entscheidender Sieg. 300 verloren und 1500 besiegt. Passt. Das passt. Also die da sind halt alle Gold 3. Das ist halt das Problem. Aber die sind halt so schlecht. Das ist halt die Anfangsding. So. Für Rekruten ist halt auch geil. Aber hier, das da ist besser. Auf einen erfolgreichen Hinterhalt. Da kann ich schnell nach Gor zurück. Aber jetzt kann ich halt nichts mehr bauen. Das ist auch super. Gut, auf jeden Fall. Wir sind ja schon am Ende angelangt wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal.